Louis, du wirst mich abholen müssen. Warum? Dad hat das mit dem Hausarrest auf ein total neues Level gestellt. Poppy Moore hat alles. Malibu-Moment! Wer sind wir? Bis sie eines Tages... Oh, Poppy, diesmal hast du es echt geschafft. Seht mal! ...einen Schritt zu weit ging. Was soll denn dieser Schwachsinn? Jetzt reicht's mir aber endgültig! Ich schicke dich nach England! Was, denkst du, nur weil Mom auf einem Internat in England war, hat das einen magischen Einfluss auf mich? Doch jetzt... Nein! Nicht die neuen Gucci's! Nein! ...wird sie an einen Ort geschickt... Handy ist nur am Wochenende. Und wie erreiche ich meinen Therapeuten? ...an dem sich alles ändern wird. Oh, es war nicht meine Schuld, ich habe nicht angefangen und wären wir in Amerika, würde ich sie verklagen. Es ist eine Chance, dazuzugehören. Es gibt hier eine Hierarchie. Lehrer, Vorgesetzte, Ungeziefer, Amerikaner. Und eine Gelegenheit, vernünftig zu werden. Wie gut ist denn Lacrosse-Spiel, Poppy? Aber Poppy Moore will nur ihre Freiheit. Ich muss mir da was überlegen. Lass dich rausschmeißen. Okay. Du musst Freddy küssen. Den Sohn der Rektorin. Ist es nicht ironisch, dass meine Fahrkarte hier rauszukommt, vielleicht der Grund ist, hier zu bleiben? Magisch. Working Title Films. Mom? Sie war auf dieser Schule. Das habe ich nicht gewusst. Erzählt die Geschichte eines Mädchens. Gib nicht auf. Warum gibst du dir nicht selbst eine Chance? Dass ihr zu Hause verlässt? 5 Jahre lang hatte ich ein Loch in meinem Herzen. Und seit ich hier bin, hat es irgendwie angefangen zu heilen. Um sich selbst zu finden. Schickes Outfit. Check. Du hast was an dir, Poppy Moore. Ich krieg Herzrasen, wenn ich bei dir bin. Hab ich dich! Bist du nicht das Törtchen, das nicht aufgehen wollte? Das kann man wohl sagen.